meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Am Tag des Herrn, am Sonntag, den 11.09. Kreatives Vergnügen, sagt übrigens gerade mein Kalender. Also es wird jetzt hier es wird ein kreatives Vergnügen mit uns werden. Das auf jeden Fall. Da hat der Kalender schon mal recht für den heutigen Tag. Ja. Sonntag auch der Tag von Erzengel Michael, der natürlich heute gern bei unserer Legung mit dabei sein darf. Der Schutzengel ist, der Schutzpatron mit seinem leuchtenden Lichtschwert und hier natürlich auch für diese Legung mit eingebunden wird und gern auch ja, den Engelsschutz darstellen darf. Wir haben gestern einen Portaltag, nicht nur einen Portaltag, sondern einen richtigen Korridor beendet. Ich habe jetzt schon viel über die Begleitung gesprochen, was ich da genau gemacht habe. Wichtige Info nochmal für diejenigen, die es gestern und auch am Freitag, habe ich glaube ich gesagt, noch nicht gehört haben. Ich werde auch einen Portaltagskorridor im Oktober begleiten. Wir enden diesmal mit, oder haben diesmal geendet mit dem Vollmond und werden im Oktober mit dem Vollmond starten in einen neuen Portaltagskorridor, wieder für 10 Tage, vom 11.10. bis 20.10. Und alle diejenigen, die sich gern von mir begleiten lassen möchten, können das gern tun. Ihr findet Infos unten in der Infobox oder eben auch, schaut nochmal auf das Video von gestern, das Vollmond-Video oder das Video vom Freitag, die Venus-Botschaften, da erkläre ich auch nochmal, was ich ganz genau mache. Ich möchte jetzt nicht hier ständig langweilen mit meinen Dingen, die ich gern für euch tue. Ja, morgen neue Woche. Wir sind im rückläufigen Merkur. Rückläufiger Merkur, sei auch nochmal erwähnt, läuft bis zum 2.10. Zwei, drei Tage danach sollte man noch einkalkulieren, weil der rückläufige Merkur sehr, sehr stark ist von den Energien. Da geht es darum, dass ihr möglichst keine Verträge unterschreiben solltet, dass ihr möglichst nichts kaufen solltet, was wichtig ist, kein Auto, kein elektrisches Gerät. Ihr solltet keine Reise buchen. Das sind alles so Dinge, die euch auf die Füße fallen können, die erschwert werden, wenn sie im rückläufigen Merkur passieren. Ne? Ansonsten ist der rückläufige Merkur eine sehr, sehr gute Chance, dass euch euer Gegenüber, euer Liebster, euer Herzensmensch, euer Seelenpartner wieder vor die Füße fällt. Ganz häufig kommen im rückläufigen Merkur Personen, die sich irgendwann mal aus deinem Leben verabschiedet haben, wieder zurück. Und auf jeden Fall diejenigen, die in einem rückläufigen Merkur gegangen sind, die kommen auch in einem rückläufigen Merkur wieder. Aber du hast gute Chance, auf deine alte Seele zu treffen oder auf eine andere alte Seele, mit der du schon mal deine Jugendliebe vielleicht kommt ja jemand wieder, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Ja, wobei, da sagen jetzt sicherlich einige, da müssen nicht alle wiederkommen, da gibt es welche, die will ich nie wiedersehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber grundsätzlich eben die Chance darauf, dass du den Menschen, den du liebst, den Partner, den du deinem Herzen trägst, der vielleicht für mehrere Wochen oder Monate gerade verschollen war, dass der wieder in dein Leben tritt. Die Chance ist in den nächsten 3 Wochen definitiv gegeben und das wollen wir uns gleich im karmischen Kreuz mal genau anschauen, was das bedeutet. Wir nehmen aber als erstes eine Karte aus den Seelenengeln von der Melanie Missing und befragen unsere Seelenengel. Was dürfen wir wissen? Was ist wichtig für diese Seelenverbindung zu wissen? Der Engel der Seelenliebe. Also ich glaube, ich habe sonst auch nie so besonders darauf auf die Seelenliebe gefragt und schon kommt der Engel der Seelenliebe. Ne? Auf dich wartet eine himmlisch geführte Begegnung. Soll ich noch mehr dazu sagen? Ja, rückläufiger Merkur, eine alte Seele kommt wieder. Auf dich wartet eine himmlisch geführte Begegnung. Das kann doch schon mal die Überschrift sein, oder? Ja, super. Das sind doch gute Aussichten. Das sind gute Aussichten für das nächste Deck.
Und ich packe die Seelenliebe gar nicht wieder ein, die Engel der Seelenliebe. Ich lasse sie gleich draußen, die brauchen wir heute nochmal. Da muss ich nochmal Bezug drauf nehmen. So, wie sieht es konkret aus? Wir starten mit seinen Gedanken. Was denkt dein Gegenüber gerade? Was geht ihm durch den Kopf? Na, das ist aber ganz viel und das ist aber ganz schön. Wahnsinn! Seht ihr es? Nee, ihr seht es nicht. Ich halte es nochmal hoch. Karte Nummer 1, die Blumen. Karte Nummer 2, nochmal Blumen, aber im Besonderen die Lilien. Karte Nummer 3, der Ring. Woran denkt dein Gegenüber? Er denkt daran, dass es Zeit wird, mal in den Blumenladen zu gehen, einen Strauß Blumen zu kaufen und bei dir vorbeizuschneiden. Weil die Anziehungskraft zu dir einfach extrem groß ist. Ja? Er spürt und fühlt dich trotzdem, auch wenn er euch nicht sieht. Er beobachtet dich vielleicht heimlich auf, weiß ich nicht, Social Media, falls du das hast, oder wo auch immer er nach Fotos, was auch immer von dir schauen kann, wo auch immer etwas von dir geschrieben steht. Da versucht er auch irgendwas über dich rauszukriegen, wie du jetzt aussiehst, wie du dich gibst, wie du dich verhältst, wie du drauf bist. Ja? Und ja, dann hat er noch was im Kopf, nämlich wieder eine runde Sache aus eurer Verbindung zu machen, etwas fester zu werden. Der ein oder andere Gegenüber hat vielleicht sogar einen Heiratsantrag im Kopf, das Heiraten im Kopf. Ja? Also auf jeden Fall möchte jeder auf der gegenüberliegenden Seite mit dir in Kontakt treten, dich sehen, dir nahe sein. Möchte auch Sex mit dir haben, ne? Mit dir essen gehen vorher. Damit das eine runde Sache wird, geh mal vorher essen und dann erst. Okay, Spaß beiseite. Jetzt habe ich mich wieder selber verstrickt. Das passiert mir in letzter Zeit öfter oder eigentlich immer in meinem Leben. Ich sage manchmal Dinge, da lachen schon alle und dann frage ich mich selber noch, was habe ich eigentlich gesagt? Also ja, okay. Er hat ganz, ganz schöne Gedanken, hat ganz schöne Gedanken an dich, er hat ganz schöne Gedanken an eure Verbindung, er hat ganz schöne Gedanken darüber, dass er dich wieder in seiner Nähe haben möchte. Sehr schön. Ich rede die ganze Zeit immer von er, ich erkläre es nochmal in meinen Legungen, bist du als Zuschauer immer die Dame, egal ob du männlich oder weiblich bist. Dein Gegenüber ist der Herr und deswegen sage ich er. Es ist einfach schwierig, wenn die Wahrnehmung kommt, das immer wieder genderneutral und richtig alles einzusetzen. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich nur von ihm spreche, wenn ich über das Gegenüber rede. So, was geht dir durch den Kopf? Was ist in deinem Kopf los? Ich glaube, das, was ihm durch den Kopf geht, ist auch so 5 Minuten voller Angst, ne? Weil ihr habt eine telepathische Verbindung. Er spürt genau, was bei dir los ist. Der weiß, was du denkst, ja? Auch wenn du es ihm nicht sagst, auch wenn ihr keinen Kontakt habt, weil sich das auch danach anfühlt, ja? Ihm ist klar, er hat dich jetzt lange wieder auf Eis gelegt, ne? Vermutlich herrscht seit mehreren Wochen und Monaten kein Kontakt zwischen euch oder ihr habt oberflächlichen Kontakt, der übliche Morgengruß, was weiß ich, ja? Und du sagst dir, oh, es gibt keine Veränderung, der kommt einfach nicht in die Pötte, der ist nach wie vor feige, der meldet sich nicht bei mir, ich muss ihn loslassen. Ich muss eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung für mich treffen, eine Entscheidung, die vermutlich erstmal wehtut, ja? Und mich erstmal sterben lässt. Aber es ist einfach wichtig, auch wieder nach vorne zu schauen und mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Das geht dir durch den Kopf. Ne? Und genau das spürt er. Deswegen ist er so gut drauf. Ja? Deswegen sagt er, kein Problem, ich mache den Heiratsantrag. Vermutlich kauft er die Ringe und am nächsten Tag lässt er wieder monatelang nichts von sich hören. So sind sie, die Seelenpartner. Gut. Was passiert auf Herzebene? Was sagt sein Herz? Sein Herz sagt, ich glaube, ich muss Klarheit schaffen. Ich glaube, ich muss Karma lösen.
Und kann man lösen, kann er, indem er darüber spricht, indem er seine Fesseln ablegt, ja? Seine Fesseln, die er sich selbst auferlegt hat, weil er Angst vor der Liebe hat, weil er Angst davor hat, dass es schön ist und du ihn dann wieder verlässt, ja? Es gibt eine ganze Menge Ängste. Jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel schauen, wenn wir jetzt über das Stichwort Ängste sprechen. Ich hatte einen Spickzettel namens... Ach, da ist er. Schreibt mir nämlich auf, welche Themen ich in der Seelenapotheke wann gesagt habe, damit ich, wenn ich in so einer Situation wie gerade eben bin, wo ich sage, es geht um Ängste, schaut euch nochmal an, welche Angst dazu geführt hat, dass er sich eine Schublade gebastelt hat, in die er dich reingesteckt hat. Dann kann ich euch sagen, die Seelenapotheke vom 17.08., da spreche ich nochmal über Ängste. Welche Ängste gibt es im Seelenpartnerprozess? Wer also nochmal was genauer dazu wissen möchte, weil ihr vielleicht gerade neu hier auf meinem Kanal seid, schaut in den 17.08. Seelenapotheke. Gut, Spickzettel verschwindet. Okay, also er hat sich selbst gezügelt, er hat sich selbst verboten, die Liebe zu spüren, den Kontakt zu dir aufzunehmen, und das ist eine extrem große Belastung. In seinem Unterbewusstsein ist es ganz schön belastend. Es ist eine große Belastung, es ist eine große Bürde. Mit Sicherheit muss ich Klärung erzielen, sagt er sich im Unterbewusstsein. Mit Sicherheit muss ich ihr gegenüber klären, weil sonst ist sie weg. Ne? Er weiß und er fühlt, was bei dir los ist, sag ich doch immer. Ne? Ihr habt eine telepathische Verbindung miteinander. Führt häufig auch dazu, dass du nachts zwischen 2 und 5 aufwachst und denkst, da ist doch jemand in meiner Nähe, der ist doch da. Also es fühlt sich nicht wie ein Traum an, sondern gefühlt ist er wirklich in deinem Umfeld. Und das ist diese telepathische Verbindung. Du spürst ihn sehr intensiv und gerade in der Nacht versucht die andere Seele, zumindest seelisch Kontakt zu dir zu halten, seelisch bei dir zu sein. Und ja, diese Verbindung, die ihr habt, führt dazu, dass er genau weiß, was bei dir los ist, dass du keinen Bock mehr hast zu warten, dass du keine Lust auf irgendwelche Spielchen hast, dass du, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der für euch, von euch schon richtig Haken dran gemacht hat und sagt, ich habe keine Lust mehr auf Erklärung. Also er weiß und spürt ganz genau, es ist 5:12 bei dir. Ne? Gut so. Das bringt Aktion, wenn er das spürt. Ja, dein Kopf ist entschlossen, Schluss zu machen. Dein Herz sagt, aber ich liebe ihn doch. Aber das kann doch noch was mit uns werden. Na klar, sobald die Liebe da ist, wird mit Sicherheit auch das Ganze noch nicht beendet sein. Kommt mit Sicherheit noch eine Fortsetzung. Ja? Also es ist ganz schön, dass du die Liebe im Herzen hast, dass du spürst, was er dir bedeutet, dass das deine große, deine wahre, deine einzige Liebe ist. Er sagt das über seinen Kopf. Ihm ist das auch bewusst, was du für eine tolle Frau, ein toller Mensch bist. Du faszinierst ihn immer wieder, nicht nur mit deiner Optik, sondern auch mit deiner Herzlichkeit, mit deiner Selbstlosigkeit. Du bist immer für ihn da. Er kann nachts bei dir anrufen und du würdest drangehen und würdest sagen, hey, was ist passiert? Wo kann ich dir helfen? Ja? Gut, weiter geht's. Was steht zwischen euch? Was steht zwischen euch? Was verbindet euch? Ja, aktuell steht der Rückzug zwischen euch. Also, ich habe es vorhin schon angesprochen, der Großteil derjenigen, die hier zuschauen, schaut sicherlich auf eine Verbindung, die gerade blockiert ist, auf eine Verbindung, wo er gerade schweigt, wo er sich zurückgezogen hat, wo er nicht reden möchte, wo er sich Dinge verboten hat. Aber diese Verbote sind eine riesen Belastung für ihn. Ja? Und du hast ihm auch den Rücken gekehrt. Ne? Wenn man sich das rein von der Bildsprache her anschaut, liegt der Rückzug hinter dir. Du hast dich auch zurückgezogen. Ja? Du hast gesagt, okay, er kommt immer wieder mit seinen Rückzügen. Ich kann eh gerade nichts tun, außer die Situation zu akzeptieren. Also ich gehe auch in Rückzug. Ja? So, was ist aktuell Phase?
gerade bei euch? Was ist das aktuelle Thema? Ja, ihr habt beide die Hoffnung, dass das miteinander noch funktioniert. Die Liebe ist da. Die Schwierigkeiten, die er sieht, sind unterschiedlicher Natur, ausgelöst häufig erstmals schon von seinen Ängsten. Schaut nochmal in die Seelenapotheke. Aber ihr habt beide die Hoffnung, dass ihr es hinkriegen könnt, weil die Liebe da ist, weil die Anziehungskraft da ist. Sehr schön. Was ist das Ergebnis? Karten haben sich sehr schwer getan mit dem Ergebnis und ich muss sagen, mir gefällt die Karte gar nicht. Alle, die schon meine persönliche Legung hatten, wissen, dass ich immer mache, oh, wenn das Buch zum Schluss fällt, ja, weil ich die Frage davor stelle, was wird das mit euch? Und dann kommt das Buch und ich muss euch sagen, ich kann euch leider nicht sagen, wie die Geschichte weitergeht. Dann lasse ich das nicht so stehen, das wisst ihr auch. Dann nehme ich noch drei weitere Karten. Liebes Universum, du willst natürlich nicht sagen, wie die Geschichte weitergeht. Gib uns trotzdem mal Hinweise darauf. So. Wie geht die Geschichte weiter? Ich könnte mich schon wieder totlachen, weil das wieder so typisch ist. Ja? Das Auf und Ab des Seelenpartnerprozesses bleibt nicht aus. Ihm ist gerade bewusst, es ist 5:12. Weil du sagst, hab keinen Bock mehr. Ja, der meldet sich ewig nicht, was soll das? Ich muss selber sehen, wie ich für mich weitergehe. Ja, deswegen meldet er sich, ne? Da kommt die Kommunikation und im nächsten Moment hat er schon wieder Angst. Ja? Also Kommunikation, dann zieht er sich wieder zurück und dann kommt er wieder mit Gesprächen auf dich zu. Also die Erklärung des Universums hierzu, wie es mit euch beiden weitergeht, nicht nur eine Woche lang, ne, sondern überhaupt weitergeht, ist, dass es ein Auf und Ab im Seelenpartnerprozess bleiben wird. Ja? Also selbst wenn er jetzt vor deiner Tür steht und sagt, ich hab's kapiert, du bist die Liebe meines Lebens, ich möchte dir nah sein, ich möchte mit dir zusammenleben, dann heißt das nicht, dass du alles ausgestanden hast. Ja? Wie in einer normalen Beziehung bedeutet Beziehung auch harte Arbeit von beiden Seiten. Dann habt ihr wieder einen Step im Seelenpartnerprozess erreicht, wenn er sich meldet. Dann kommt ihr wieder ein Stückchen vorwärts. Und dann kommt die Situation, wo ihr wieder alles zu nahe kommt und er um seine Freiheit fürchtet, darum fürchtet, wieder von dir verlassen zu werden und, und. Und dann geht es wieder, ach, ich brauche Zeit für mich, ne? Also du musst einfach wissen, wenn du dich im Seelenpartnerprozess befindest und mit einem schwierigen Kandidaten zu tun hast, dass das nicht von jetzt auf gleich endet, dass du viel Geduld brauchst, dass die Zeit es bringen wird und dass es immer wieder Punkte gibt, an denen du arbeiten musst. Auch wenn ihr zusammen wohnt, auch wenn ihr zusammen lebt, ist die Gefahr, dass er ein halbes Jahr später sagt, so, ich möchte aber, dass du ausziehst, weil mir ist es zu eng. Die ist immer gegeben. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn er einmal sagt, ich habe es kapiert, dass dann Honeymoon angesagt ist, Happy Life, weil Happy Wife. Nee, dann kommen auch wieder andere Momente, weil sein Kopf einfach wieder irgendwas fürchtet. Es ist einfach ein notorischer Feigling. Ja? Und darauf muss man sich einstellen, wenn man sich mit ihm einlässt. Das ist einfach so. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber für die Woche die Botschaft, ja, wir legen ja immer auf eine Woche, nächste Woche Sonntag, das nächste karmische Kreuz. Es kommt was rasch, flott in Bewegung, auf jeden Fall Kommunikation, ja. Der merkt, dass ihm der Kittel brennt, ja, der riecht schon das Feuer am unteren Rand vom Kittel. Der riecht schon die Abgase, weil du schon im Auto sitzt und unterwegs bist und sagst, gebe ich mir nicht mehr, guck auf mich, ja. Also, der kriegt echt hier Feuer, ne? In Bezug auf ein Treffen. Ich mache das ja selten, dass ich in den Stapel schaue, aber ne? Ihr habt immer aneinander festgehalten und deswegen kommt in Bezug auf ein Treffen auch echt Speed rein. So, ich möchte noch aus dem Seelenpartner-Orakel eine Karte haben und wissen, was wir für den Seelenpartner wissen dürfen. Was sagen uns die Seelenpartnerkarten von der
Ursula Hartfield. Zeige kleine Gesten der Freundlichkeit. Eine einfache Geste der Freundlichkeit kann dir neue Kraft schenken und deine Mitmenschen glücklich machen. Ich nehme jetzt, wir sind ja in Bezug auf ihn im Seelenpartnerprozess, ja? Und wenn ich es jetzt nur auf den Seelenpartner nehme und nicht in Bezug auf deine Mitmenschen, dann nehme ich das so wahr. Wenn der kommt, weil der Kittel brennt, ja? Dann nimmst du bitte den Feuerlöscher und sagst nicht, zieh den Kittel aus und geh, ja? Also, die Liebe bei dir ist ja da. Und es ist klar, dass du verletzt bist durch sein Verhalten, weil er so lange sich nicht gezeigt hat, weil er so lange verschwunden war. Und trotzdem, wenn du ihn wegstößt, was passiert? Hast ihm mal wieder kurz in die Augen geschaut und dann sagst du, nee, danke. tut mir leid, keine Zeit, ne? Dann igelt er sich noch mehr ein. Ja? Also auch wenn es dir schwerfällt, auch wenn du verletzt bist, auch wenn du dir sagst, mal gucken, was er jetzt wieder für Erklärung hat. Hör ihm zu. Begegne ihm freundlich, freundschaftlich. Ja? So, das war's, Seelenpartner-Orakel. Und ich möchte gerne noch die Engel befragen. Moderne Engel von, keine Ahnung, steht nicht drauf. Moderne Engel, Orion Verlag, war das nicht, war das nicht so ein Sexshop? Entschuldigung, nein. Also die Engel sind meine Lieblinge. Ich wollte mich jetzt in keinster Weise darüber lustig machen. Liebe Engel, was habt ihr zu der Situation von meinen Zuschauern noch zu sagen? Welcher Engel mag sich zeigen? Der Engel des Friedens. Na, was sage ich? Passt zum Seelenpartner-Orakel, ne? Der Engel des Friedens. Finde deine Ruhe. Wenn du ständig beschäftigt bist und dich gereizt oder überwältigt fühlst, bitte den Engel des Friedens, dir zu zeigen, wie du präsent sein und den Moment genießen kannst. Und wenn Konflikte und andere zu spüren, wenn Konflikte mit anderen zu Spannungen führen, erlaube diesem Engel dir zu helfen, eine harmonische Lösung zu finden, indem du dich auf das Verbindende statt auf das Entzweiende konzentrierst. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um allein in völliger Stille zu verbringen. Schließe deine Augen, halte inne und sei einfach nur du. Alles an dir ist ruhig, schön und besinnlich. Du bist ein ruhiges, stilles Gewässer. Lausche dem Schlag deines Herzens und deinem Atem. Lasse mit jedem Atemzug Stress, Konflikte und Spannungen aus deinem Körper, aus deinem Geist und aus deinem Herzen weichen. Heiße mit jedem Einatmen ruhige Gedanken und liebevolle Gefühle willkommen. Gelassenheit ist dein natürlicher Zustand. Ja, ganz wunderbar. Der Engel des Friedens. Rufe ihn, wenn gerade kein Frieden in deinem Leben herrscht. Lass dir helfen. Ja? Das ist das, was ich auch in der Seelenapotheke jetzt am 7.9. gesagt habe. Da geht es um Vertrauen. Da geht es aber auch darum, was kannst du tun, um im Vertrauen zu bleiben? Was kannst du selber für dich tun? Und da ist Abgeben ein wichtiges Thema. Ich erkläre euch auch in dem Video, wie ich das sozusagen immer mache, wie ich das für mich mache, wie ich im Vertrauen bleibe, wie ich abgebe und so weiter. Also wer es sehen möchte, 7.9. Seelenapotheke. Wie nimmt man Kontakt mit dem Universum auf? Gut, ihr Lieben, wir haben auf eine wundervolle Woche gelegt. Es ist bei ihm 5:12. Er kommt ganz, ganz, ganz flott in Bewegung, weil er merkt, du willst nicht mehr. Aber die Liebe in eurer Verbindung ist da. Und der Engel der Seelenliebe sagt zu dir, auf dich wartet eine himmlisch geführte Begegnung. Und darüber habe ich kurz bevor ich den Engel gezogen habe, auch gesprochen. Über den rückläufigen Merkur, über die Möglichkeit, eine alte Seele wiederzusehen. Im rückläufigen Merkur bis 2.3.10. so in der Trier. Ja?
Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Ich wünsche euch, ja, dass der Typ ja endlich kapiert, was er mit dir verliert, wenn er nicht rechtzeitig zum Zuge kommt. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.